Heute gibt's mal was mit meinem. Oh. Hab ich mir Kartoffeln an den Sack gehauen. Daher kommt wahrscheinlich das Wort Kartoffelsack, oder? Heute aus dem Kitchen Kiosk für euch Hähnchenbrust paniert mit Süßkartoffelpüree und Chicken Chili Soße. Und wie immer, ab jetzt. ...15 Minuten. Süßkartoffel einfach schälen. Einer reicht locker für 2 Personen. Ich finde Süßkartoffel frittiert richtig widerlich. Ich weiß nicht, wer auf diese Idee gekommen ist. Ich weiß, es gibt jetzt Leute, die werden sagen, wie kannst du nur frittierte Süßkartoffel widerlich finden? Ganz einfach, weil es mir einfach nicht schmeckt. Allerdings als Püree finde ich das wiederum ganz schön gut. Gibt es einen Trick beim Süßkartoffelschälen? Albert, hast du schon was gehört? Ach so, du bist dann immer so hinter deiner Kamera gefangen, ne? Wenn du. Okay, dann frage ich dich lieber nicht. Jule, hast du schon mal Süßkartoffel? Oder wie ist denn deine Meinung zur Süßkartoffel? Bitte? Einfach bei Lust. Einfach losschnitzen. So. Das in den Müll. Dann braucht ihr ein scharfes Messer. Wasser könnt ihr schon mal aufkochen. Einfach halbieren. Dann große Stückchen runterschneiden. Und einfach in Würfel schneiden. So. Es gibt ja auch Kartoffelschäl-Weltmeisterschaften. Vielleicht gibt es auch Süßkartoffelschäl-Weltmeisterschaften. Kartoffeln gehen einfach jetzt hier in das kochende Wasser und da können die jetzt mal gut 8 bis 10 Minuten vor sich wild hinkochen. Dazu gibt es noch eine Prise Salz und dann kommen wir zur Hähnchenbrust. Bei der Hähnchenbrust achtet darauf, dass ihr das nicht unbedingt auf Holz verarbeitet, sondern euch eine Unterlage nehmt. So. Die Hähnchenbrust schneide ich jetzt hier auch so ein Stückchen ein, weil wir Schnitzel machen wollen. So. Das ist der sogenannte Schmetterlingsschnitt. Wenn ihr mich jetzt fragt, warum das Schmetterlingsschnitt heißt. Ich vermute einfach, dass wenn das Stück Fleisch so aussieht und man so aufschneidet, dass das dann so auch wie so ein Schmetterling. Ist das eine gute Erklärung? Ach, nur eine Mutmaßung, ne? So, dann machen wir es ganz easy. Dann braucht ihr ein bisschen Backpapier. Dort macht ihr schon mal so ein bisschen Salz drauf. Und ein bisschen Pfeffer. Und klappt ihr das einfach zu. Und da müsst ihr schauen, ob ihr irgendwas zum Schlagen habt. Wenn ihr nichts habt, dann geht doch eine Flasche auf jeden Fall recht gut. Achtet auf eure Küche nebenbei. Ist das sehr laut?
Also einfach wild platzieren. Das Gute ist, im Wein ist keine Kohlensäure. Dann braucht ihr sowas wie eine Panierstraße. So rum. Hier macht ihr das Ei rein. Opa. In das Ei kommt auch Salz. Bisschen Pfeffer. Dann nehmt ihr euch eine Gabel und vermengt das Ganze ein bisschen. Dann nehmt ihr euch das Hähnchen. Da kommt ein bisschen Mehl drauf, damit das Ei gut hält. Nebenbei mal nach der Süßkartoffel gucken. So, das wird jetzt hier schön eingerieben. Dann guckt ihr, dass ihr das schön mit Mehl bestäubt. Zack, bims, bums, fertig. Dann braucht ihr Panierbrot oder ihr nehmt Tortilla-Chips, was immer ihr habt. Ich nehme heute hier mal Panierbrot. Zack. Sollen wir ein paar Kartoffelchips da reinmachen? Dann guckt ihr, ob ihr Kartoffelchips habt. Ich hab jetzt zufällig welche da. Kleinen Klettereinsatz. Oh. Es tut mir sehr leid um die Kartoffelchips. Aber die werden jetzt einfach mal gebröselt. So, dann setzt ihr euch schon mal eine Pfanne auf. Und erhitzt sie schon mal. Macht gut Öl da rein, weil Schnitzel müssen schwimmen. Ich gucke jetzt direkt mal, was die Uhrzeit sagt. Ja, noch 8 Minuten Zeit, das sieht gut aus. Also, Schnitzelchen Nummer 1, das muss man jetzt auch so ein bisschen durchknirren. Gehen noch ein paar mehr Chips drauf. Oh, das sieht schon witzig aus. Albert, sieht das bei dir in der Kamera genauso witzig aus wie bei mir vom Auge? Richtig crunchy. Richtig crunchy, sagst du. So, jetzt ist der Schnitzel natürlich aber auch schon so groß, dass man nur eine Pfanne machen kann. Dann lege ich das jetzt hier mal rein. So. Mach das auch schon mal schön an. Dann das nächste Schnitzel. Diese beim Panieren ist genau immer das. Also normalerweise nimmt man sich eine Hand und taucht das in das Ei und das andere nachher in den Trockenstoff. Aber jetzt ist es so, wie es ist. Und damit ich hier die anderen Schnitzel, das Schnitzel noch in die Pfanne kriege, schneide ich das jetzt hier mal halb. So, und lege das einfach hier so seitlich noch ran. Man muss sich nur zu helfen wissen. Dann die Hände von Panierkrümel befreien. Nebenbei schon mal naschen, ist immer gut in der Küche.
Also wie gesagt, ein Schnitzel braucht Fett zum Braten. Und die richtige Pfanne. Also wenn ihr eine gebogene Pfanne habt, so wie diese Kackpfanne hier, dann wird es natürlich so, wie es jetzt ist. Also schön darauf achten, dass ihr eine richtige Pfanne zum Braten nehmt. Hier am Rand sieht man, da ist das Öl viel besser. Aber all das kann passieren. So, dann langsam braten. Müll beseitigen. Naschen nicht vergessen. Habe ich schon mal erwähnt, dass man immer alles gut aufräumen muss? Sollte. So, die Süßkartoffel ist mittlerweile ganz gut. Da gießt du jetzt einfach das Wasser ab. Ups. Den Kumpel retten wir. Dann nehmt ihr euch einen Kartoffelstampfer. Und stampft diese Süßkartoffel. So, ganz schnell. Fertig ist. Dann Süßkartoffel gepaart mit Chicken Chili Soße. Absolute Wahnsinn. Dann gibt es noch ein bisschen Salz drauf. Dann verrührt ihr das einfach. Richtig gut. Könnt ihr das noch ein bisschen auf dem Herd stehen lassen. Nebenbei mal nach den Schnitzel schauen. Lasst euch nur nicht verunsichern. Bei jedem geht mal etwas in der Küche schief. Das Ganze kann ungefähr so 7 bis 10 Minuten braten. Dann empfehle ich euch, nehmt euch noch ein bisschen Dill. Süßkartoffel, Dill und Chicken Chili Soße ist der Ober-Ober-Wahnsinn. So, groß, grob zupfen. Dicken Stängel weg. Dann grob hacken. Einmal wenden. Mit zum Püree. Dann könnt ihr euch in die Teller nehmen. So, dann verteilt ihr geil das Püree. Zack. Dann lasst ihr das Schnitzel kurz auf so einem Küchenkrepp. Lasst ihr gerade einfach das Fett so ein bisschen ablaufen. Das hier kann man auch noch essen, das ist auch kein Problem. Einfach ein bisschen schwarz.
So. Schnitzelchen drauf. Für die Schönheit einfach noch ein paar Chips dazu. Ich würde sagen, Punktlandung. 15 Minuten Hähnchenschnitzel, Süßkartoffelpüree und Kartoffelchips. Viel Spaß beim Nachmachen. Guten Appetit.